Eine russische Artillerieeinheit feuert ihre Munition auf die Ukraine und wird dann prompt selbst zerstört. Eine Drohne filmt gleich mehrere solcher Explosionen. Die punktgenauen Treffer der Ukrainer sind aufgrund des Zusammenspiels von Aufklärungsdrohnen und Hightech-Waffensystemen wie HIMARS möglich. Der russische Mehrfachraketenwerfer explodiert in einem Feuerball. In der Rauchwolke löst sich noch eine weitere russische Rakete unkontrolliert, donnert wenige Meter weiter in den Acker. Bild-Militärexperten ordnen die Drohnenaufnahmen als echt ein, wo genau und wann die Bilder entstanden sind, unklar. Das effektive und gezielte HIMARS-Gegenbatteriefeuer der Ukrainer auf russische Artillerieeinheiten zeigt die Notwendigkeit, die Ukraine weiter mit modernen Waffensystemen im Kampf gegen Putin zu unterstützen, um das Land gegen die Invasion zu verteidigen.